Guten Morgen, Trina. Guten Morgen, Captain Whittaker. Die Passagierliste. Wir haben 102 Personen an Bord. Wir können abheben, sobald alle angeschnallt sind. Na, wie geht's Ihnen, Whip? Sie haben viele Leben gerettet. Wir befinden uns im Sturzflug. You can't think like that, because you don't know. And you can't, maybe you can, but I don't, because you could be wrong. And you don't want to, you're not playing the part for that reason. You want to first play the part to do the best job you can do, and then whatever happens, happens. It's always nice to be recognized by your peers, but you know, my task as a filmmaker is to make movies that appeal to the mass audience and not necessarily to, you know, make films that might get nominated for awards, although it's nice when that happens. Wie Sie das Flugzeug gelandet haben, war mehr als ein Wunder. Da unten sind überall Häuser! Trimmen Sie die Nase nach unten! Das Flugzeug brach in 30.000 Fuß auseinander. Wir werden eine Rolle machen. Seien Sie mit einer Rolle machen! Bereit? Und los! Da draußen wimmelt es von ausgeflippten Presseleuten. Du bist ein Rockstar. Du musst nie wieder selbst für einen Drink sein, solange du lebst. Captain Whittaker ist ein wahrer Held. Das ist Jude Lang. Warum brauchen wir einen Anwalt? In der Absturznacht wurde Ihnen doch Blut abgenommen. Sie hatten Alkohol in ihrem Blutkreislauf. Das könnte lebenslänglich bedeuten. But Bob and John and I would sit around and just pick it apart and why is this, why is that? And it was a good process. That's also how it helps me to figure out the character to hear it from the writer's point of view, what his intention was. John had struggled with addiction in his own life. He's been sober now for, I don't know, 15 years. And he also has a fear of flying. So it was interesting to hear his perspective. It's ripe with, well, this film is ripe with moral ambiguity. I think storytelling in Hollywood nowadays is pretty mindless. You know, I don't think there's much for audiences to have to think about in most films that are made. Die Vernehmung findet in 10 Tagen statt. Sie werden jetzt unter die Lupe genommen. Erschießen Sie mich, oder darf ich reinkommen? Ja, kommen Sie ruhig rein. Ich erschieße Sie drin. Die FAA hat 10 Piloten in den Simulator gesetzt und die Ereignisse rekonstruiert. Bei jedem Piloten wären alle umgekommen. Sie haben es als einziger geschafft. Ich möchte jetzt über die Tage vor dem Unfall reden. Sie haben meine Mom gerettet. Diese Sache ist so heftig, das überlebe ich nicht. Wie lässt du mich, hä? Ich habe am Abend vor dem Flug getrunken. Weiß Whittaker, dass er ins Gefängnis wandert? Meine Mandanten gehen nicht ins Gefängnis. Ich versuche, Ihnen das Leben zu retten. Was für ein Leben? Sind Achtung, aufrein! Niemand hätte das Flugzeug so landen können wie ich. The first time we turned it, I said, wait, because I realized I was like falling out of the seat. So I had to hold on. If you ever see the movie again, you'll see I have my hand here. As we start to turn over, I have to brace myself because you start falling. And then you up. Then we do the whole scene upside down. We really did them upside down. Center, here's Southjet 227. Wir sind im unkontrollierten Sinken. Oh Gott, wir kommen bei 7000 raus. Das sind überall Häuser. Evans, hören Sie zu. Wenn ich es Ihnen sage, möchte ich, dass Sie die Landeklappen einfahren, das Fahrwerk rein und die Nase nach unten trimmen. Alles wird auf den Kopf gestellt. Also passen Sie auf, dass Sie die Nase voll abwärts trimmen. Moment, abwärts trimmen? Was haben Sie vor? Ja. Wenn ich es Ihnen sage, möchte ich, dass Sie diese dann nach vorne drücken. Volle Kraft voraus, Vollschub. Schaffen Sie das? Ja, okay wenn ich Moment, Sir, wieso soll ich die Nase abwärts trimmen? Wir drehen die Kiste um, okay? Was meinen Sie mit umdrehen? Wir müssen den Sturzflug stoppen. Margaret, wie heißt Ihr Sohn mit Vornamen? Trevor. Sagen Sie, ich liebe dich, Trevor. Was? Für die Blackbox. Sagen Sie, ich liebe dich, Trevor. Ich liebe dich, Trevor. Sei ein braver Junge. Mami hat dich lieb. Okay, los geht's. Ich steuere. Oh Gott im Himmel! Alles klar, Evans. Landeklappen. Landeklappen. Speedbrakes. Speedbrakes. Oh! Fahrwerk rein! Fahrwerk rein!